Die Liebermann-Villa am Wannsee ist das ehemalige Sommerhaus des Künstlers Max Liebermann. Er hat das Haus zwischen 1909 und 1910 gebaut und er war damals schon etwa 60 Jahre alt und sehr erfolgreich in Berlin. Mittendrin hat er sich dieses Haus gebaut und er verbrachte fast jeden Sommer hier, besonders nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Es wurde von der Familie Liebermann während der Nazizeit zwangsgekauft und seitdem war es dann ein Krankenhaus, es war auch zeitlang ein Tauchclub und erst in den 90er Jahren wurde dann diese Max-Liebermann-Gesellschaft gegründet mit dem Ziel, hier ein Museum zu etablieren. Das hat dann etliche Jahre gedauert, 2002 ist der Sportclub ausgezogen und dann dauerte es nochmal 4 Jahre der liebevollen und akribischen Restaurierung und Rekonstruktion, bis dann 2006 das Museum seine Pforten eröffnen konnte. Ja, was hier so besonders ist, es ist ein authentischer Ort. Man kann das Haus und der Garten erleben, wie es zu Liebermanns Zeit war. Hier können die Gäste einen wunderschönen Garten erwarten, eigentlich zu jeder Jahreszeit. Wir versuchen, so weit wie möglich der Garten herzurichten, wie es zu Liebermanns Zeit war. Und hier im Haus dann haben wir im Erdgeschoss eine dokumentarische Ausstellung zu Liebermann, sein Leben und seine Kunst. Und dann hier im Obergeschoss zeigen wir die Kunst Liebermanns. Immer eine Dauerausstellung im ehemaligen Atelier des Künstlers, wo Wannsee-Bilder zu sehen sind und auch Bilder aus unserer Sammlung. Und wir zeigen dann auch dazu immer 2 bis 3 Sonderausstellungen im Jahr zu Liebermann und seiner Zeit, seine Zeitgenossen. Was das Haus so besonders macht, ist, es ist eigentlich ein Beispiel von Teamwork, wenn man will. Also es ist ein Projekt von bürgerlichem Engagement. Wir arbeiten mit viel Ehrenamtlichen zusammen. Die Ehrenamtlichen haben eine sehr große Bedeutung für die Liebermann-Gesellschaft und für das Museum, indem sie mit dem tatkräftigen Mitwirken eine ganz große Unterstützung bieten. Und wir könnten uns offen gestanden unsere Tätigkeit ohne die Mitwirkung der Ehrenamtlichen überhaupt nicht vorstellen. Neben den Mitgliedern und den Ehrenamtlichen sind für uns natürlich von herausragender Bedeutung auch die vielen Spenderinnen und Spender, die uns im Laufe der Jahre sehr, sehr namhafte Beträge zur Verfügung gestellt haben. Darunter sind bekannte Stiftungen, es sind aber auch viele private Spenderinnen und Spender, ohne deren Beitrag wir es nie bis hierher geschafft hätten. Wir arbeiten alle zusammen, um sicherzugehen, dass das Museum ja hier bleibt.